Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Train. Ja, letztes Mal haben wir aufgehört bei den Spinnenweben hier und wir gehen einfach mal weiter. Ja, letztes Mal haben wir noch eine Kiste gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, was da drin war. War es die Fischhaut? Nee. Ach so, hier. Den blauen Meisterstein, glaube ich. Aha, mal sehen. Was gibt's noch so Schönes, was wir noch nicht gesehen haben in der schönen Welt von Trine? Ich gehe mal hier unten lang. Was, glaube ich, auch kein Fehler war. Was doch ein Fehler war, vielleicht. Na gut. Wir sind ja trotzdem hier drüben. Oh nein. Oh nein. Okay. Aber wir haben ja noch einen. So, schön. War das auch erledigt? Wo ist hier wer? Nein. Na komm schon. So. Was ist das denn? Eine pinke Suppe, die durch den Wald fließt. Ich glaube, es ist nicht gesund. Denke ich zumindest. Riesenpilze. Aber. Ne, Moment. Ne, schon gut. Tut mir leid. Wir gehen durch einen Baum. In einen Baum. Die Nacht brach sehr schnell herein. Eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Das Schattendurmdickicht. Mal sehen, was uns da erwartet. Kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Die Dunkelheit ist nicht gut. Das erinnert mich ein bisschen an Yoda. Jetzt anlässlich zum neuen Teil von Star Wars. Nein! Oh, okay. Das war natürlich gewollt. Hinter mir. Okay, mit Rüstung. Hatten wir das vorher schon mal? Hatten wir schon mal ein Skelett mit Rüstung? Huri. Verarscht. Nein. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube nicht. Kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. Ach, das ist doch Mist. So. So. Ist ganz schön düster hier. Muss ich echt mal sagen. Oh, da oben war noch was. Können wir da hin? Nein, das wollte ich nicht. Stirb. Stirb. Nein. Mist. So. Ich weiß nicht, ob wir da irgendwas Schönes finden da oben. Ich hab's nicht richtig gesehen. Was ist das?
Nee, jetzt mal im Ernst, was ist das? Okay. Ach, eine Truhe. Okay, das habe ich jetzt nicht gesehen, was so grün geleuchtet hat. Und Erfahrung. Ach so, okay. Oh. Ja. Natürlich geplant. Wie immer natürlich. So. Auf ein neues. Okay. Meine Künste übertrifft kein anderer. Ja. Machen wir das so. Geht natürlich eigentlich einfacher. So, machen wir das einfach so. Lichtprisma gefunden. Was macht dieses Lichtprisma? Der Charakter erhält bei jedem Checkpoint 25% mehr Gesundheit und Mana. Ja, es behält die erstmal die Dieben. Ja, kann sie erstmal behalten. Ach so. Hier haben wir Licht. Das macht natürlich Sinn. Aber warum stehen hier glühende Fackeln rum? Überall? Das würde... Oh Gott, das würde mich mal interessieren. Wollte ich eigentlich gerade sagen. Aber... Die muss ja natürlich... Halt, stopp. Das ist natürlich jetzt astrein. Komm schon. Oh, muss das sein? Naja, dann komm mal ein Stück runter hier. So. Hallo? So. Und nach oben. Nein, nicht so. Dann ziehen wir das halt runter. So. Schön. Ja. Da oben haben wir noch Erfahrung. Komme ich da irgendwie ran? Das interessiert mich. Ah, okay. Levelaufstieg. Aber erstmal gucken wir, was in der Truhe ist. Aber wir finden zurzeit wirklich viele Truhen. Sturmhammer für Ritter gefunden. Da gucken wir doch locker mal rein, was dieses schöne oder diese Fähigkeit besser gesagt macht. Der Sturmhammer vom Donnergott gesegnet ist ein Zweihänder, der beinahe alles zertrümmert. Sei es Holz, Eisen oder Knochen. Alle Sturmeffekte kosten Mana. Okay. Wie benutze ich den? Das möchte ich jetzt mal probieren. Ach, Waffe wechseln. Ah. Ich kann auch ausholen. Oh. Dann steht er wie versteinert da und haut zu. Okay. Schöne Sache. Ups. Boah. Kann er es auch kaputt machen? Anscheinend nicht. Also wahrscheinlich nicht. Wusste ich irgendwie. Das ist eine Fackel. So. Wir müssen, glaube ich, erstmal hier hoch oder auch nicht. Ja. Hm. Wir könnten natürlich auch so machen. Und halten das Ding natürlich an. Ich habe keine Lust, hier jetzt wieder meine Künste unter Beweis zu stellen. Da ich das eh drauf habe, aber trotzdem... Halt!
Komm her. Achso, kann man durchfallen. Ich habe gedacht, da kann man drauflaufen. Auflauf. Nehmen wir natürlich alles mit. Bam. Und noch ein. Ey. Ich habe durch den Dorsch geschossen. Das war ein bisschen unfair. Komm her. Ach, ich könnte ja eigentlich mal. Okay. Quasi ein eigener. Na gut. Ja, nee. Wir müssen da hoch. Irgendwie. Gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Natürlich nicht so. Ein bisschen drauf fliegen sollte die Kiste schon. So, vielleicht. Halt, stopp. So. Noch ein. Okay. Warum machen die denn zwei Seile dran, wenn eins alleine hält? Das verwirrt mich jetzt schon wieder. Ach Mist. Nein. Eine kleine Kiste hier drauf. Zu klein. So, Alter. Manno. So. Nein. Ich könnte natürlich auch die alten Kisten nehmen. Würde ja auch gehen. Fällt mir gerade mal so auf. So. Ich hoffe, das hält. Kavums. Gehen wir weiter, natürlich. Ich möchte das haben. Also kriege ich das auch. Wobei, ich glaube, einmal Erfahrung haben wir irgendwann mal liegen lassen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Erstmal Licht an. Ach so. Kommt alle ran. Ich mache euch alle fertig. Okay, ich brauche drei Taster. Einfach bloß eine Kiste drauf. Wird das gehen? Ja. Scheint so. Aber wenn ich jetzt hier wieder runtergehe. Ach, das bleibt oben. Okay. Na, dann bleibt das halt oben. Ich weiß nicht, was das jetzt hier werden soll. Ich habe große Angst. Kommt, holt mich. Okay. Alter. Na komm schon. Geht doch. Und zack. Nein. Jetzt aber. Oh. Falscher Pfeil. Schon wieder. Ah. Jetzt. So. Ja. Na so, so wird's was. Ich
könnte natürlich einfach hier einen schönen Laufsteg basteln. Irgendwie möchte der gerade nicht springen. Okay. Die Steuerung ist gerade ein bisschen tricky. So, jetzt geht's. Hä, was war das? Egal, nicht drüber nachdenken. Wird schon seinen Grund gehabt haben. Na, komm schon rum hier. Wo ist es? Da ist es halt. Das kann aber nicht wahr sein. So. Ich glaube, ich stelle mir hier mal noch eine Kiste drauf. Ich glaube, das ist einfacher. Und Erfahrung. Immer mitnehmen. Halt, nein. Okay. Machen wir es nochmal. Springen wir halt nochmal hoch. Hä? Wie machen wir das jetzt? So wird das nichts. So wird's was. Checkpoint schon wieder. Natürlich. Ja, ist doch gut. Halt! Nee, mal gucken, was gibt's hier oben Schönes. Eine Kiste natürlich. Die kommen wir natürlich nur von hier. Nein! So. Die springen irgendwie immer alle zu kurz. Ich bin das weiter gewohnt. Mal sehen, was hier so noch drin ist. Gesundheitsfiole. Mal sehen. Wo ist sie? Hier ist sie. Stellt automatisch 25% des verlorenen Gesundheits wieder her. Moment. Sobald die Gesundheit des Charakters unter 25% fällt, ist nur einmal verwendbar und wird beim Erreichen eines neuen Checkpoints aufgefüllt. Okay. Okay. Schön. Oh, ich hab gedacht, da war ein Steg. Jetzt mal ohne Kack. So, jetzt mal ganz in Ruhe. Warum schwingt das hier eigentlich so? Halt, kannst du nicht mal aufhören zu schwingen? Dankeschön. Ich hab gesagt, eigentlich kannst du nicht mal bitte aufhören zu schwingen. Bitte? Na, komm schon. Okay, dann machen wir das einfach so. Gehen wir einfach so durch. Ara! Hilfe! Hilfe! Okay. Ich habe echt gedacht, kommt jetzt ein rollendes Skelett an. Halt, stopp. So. Beide tot? Scheint so. Autsch. Hier sind noch mehr. Zack. So. Nein, okay, das nehmen wir einfach mal mit. Mal sehen, vielleicht kommt noch irgendein. Okay, das war's. Das war's anscheinend. Das war's schon. Am Ende ließ die Dunkelheit nach und unsere Helden waren erleichtert, wieder Licht zu erblicken. Leise musterte die Dieben die neue Umgebung. Sie war noch nie zuvor hier gewesen, aber aus unerklärlichen Gründen fühlte sie sich heimisch.
Die Ruinen des Untergangs, wie der alte König sie nannte, sahen aus wie im Tagebuch beschrieben. Wunderschön und majestätisch, trotz der Jahrhunderte, die vergangen waren. Das dritte Artefakt könnte vielleicht am höchsten Ort der Ruinen gefunden werden. Schön, ja, dann gehen wir halt in die Ruinen der Verstorbenen. Einfach mal rein. Dies sind antike Ruinen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in den letzten Jahren hier war. Abgesehen von diesen gemeinen Skeletten. Wer würde so etwas verlassen? Es ist wunderschön. Einfach mal nicht Mainstream in ihre richtige Richtung quasi laufen. Einfach mal zurückrennen. Gucken, ob da noch ein Weg ist. Habe ich super gemacht, natürlich. Bin sehr stolz auf mich. Nein! Was mache ich? Oh. Können wir das zerhauen? Okay. Warum nicht? Geht das irgendwie... Ah, das kann man wegnehmen, bloß. Ich mache mir das mal schön gegen das Skelett hier. So. Kann uns nicht mehr sehen. Ganz einfach. Halt. Halt. So. Machen wir das natürlich mal so. Ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. So, dann springen wir da noch rüber. So. Nein. Na gut, bauen wir uns hier eine Kiste hin. Ich glaube, das sollte nicht reichen. Doch, es reicht. Kommt alle ran. Ich mache euch alle kalt. Na los. Okay. Die schwingende Keule. Bei dieser schwingenden Keule sehen wir uns in der nächsten Folge bei Train. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und hab bald ein schönes Wochenende.